Hallo und herzlich willkommen bei Peter Zeidler Barbecue. Heute haben wir ein Dry-Age Kalbsfilet von der Groma. Das hat der Daniel selber in den Dry-Ager gehängt. Das ist Chateaubriand vom Kalb, also das Mittelstück. Da machen wir Surf und Turf mit ein paar Garnelen, ein paar Zucchini dazu. Ein Thermometer brauchen wir auf jeden Fall. Louisiana-Mix nehmen wir für die Zucchini und fürs Stegle Wild West Pfeffer. Als allererstes grillen wir das Steak an, beziehungsweise das Chateaubriand. Das wollen wir erst angrillen. Wir werden das jetzt auf 10 Uhr auflegen und rollen es auf 14 Uhr. Und dann tun wir es auf 14 Uhr auflegen, rollen es auf 10 Uhr. Dazu brauchen wir die Zange. Also wir legen es auf 10 Uhr auf. Rollen wir einmal darüber. Hat einen total geilen, nussigen Geruch schon gehabt. Fand ich richtig geil. Ich möchte schon am liebsten weiter drehen. Die Garnelen stelle ich nochmal weg, dass sie nicht so in der Sonne sind. Okay. Nochmal da rein. Solange das angrillt, können wir nochmal die Zucchini ein bisschen salzen, dass die ein bisschen geschmeidiger werden. Die schauen wir jetzt einfach so übereinander zu legen. Jetzt drehen wir unser Kalbschadobrühe ein Stück weiter. Reicht schon, ne? Schauen wir hin. Kriegen wir ein schönes Branding rein. Und dann schneiden wir schöne Steaks. Kommt das Spießchen noch rein zum Schluss. Ah, Träumle. Garnelen brauchen wir nicht. Jetzt noch nicht auf jeden Fall. Lassen wir ruhig den Deckel auf, dass es nicht zu viel Temperatur gleich kriegt. Dass wir schön auf Kerntemperatur hochziehen können. Machen wir auf 55 Grad das Kalbsfilet maximal. Jetzt legen wir sie nochmal aus. Solange wir da angrillen. Nehmen wir ein bisschen von dem Louisiana Mix rein. Da ist noch ein Hauch Knoblauch drin. Von den Garnelen vorher noch. Jetzt bepinseln wir das. Gut. Verlesen wir einmal rum. Jetzt drehen wir es in diese Richtung und rollen es dahinterwärts. Ja? Gut. Jetzt können wir den Deckel mal schließen, was sehr windig ist. Jetzt tun wir die Zucchini übereinander stapeln. Dann kriegen die von allen beiden Seiten das Öl ab. Genau. Das schaut doch nicht schlecht aus, oder? Es gibt so einen kleinen Snack zwischendurch. Das legen wir gleich hoch und dann werden wir schön die Zucchini noch angrillen. Dann machen wir unsere Garnelchen auf der Plancha. Dann machen wir ein richtig schönes Surf und Turf. Oh, ein Hüngerchen habe ich schon, ein kleines beschwertes Hüngerchen. Dadurch, dass wir das schon gesalzen haben, diese Zucchini, habe ich ganz vergessen, dann werde ich natürlich viel elastischer. Ja? Dann können wir die schön um das Stück Fleisch rumlegen dann. Sind wir schon soweit? Herrlich. Gut. Jetzt eine Versiegelung. Nur, dass es nicht so roh ist, das mache ich nicht. Reicht schon. Jetzt legen wir es genau da oben drüber. Jetzt kommt unser Thermometer zum Einsatz. Schalten wir an. Schließen den Deckel. Beziehungsweise reinigen nochmal das Rost. Und jetzt lassen wir den Deckel auf. Und tun jetzt einfach erstmal unsere Zucchini angrillen da oben. Da unten. Da oben hat es gute 120, 130 Grad. Das ist optimal für uns. Und jetzt tun wir unsere Zucchini schön angrillen. Und da hinten haben wir noch ein Plätzle, ja? Jawohl. Da kann man auch mal drehen da oben, dass die Temperatur ein gleichmäßiger kommt. Gut. Ich drehe jetzt noch ein, zwei Mal, dann ziehen wir hoch und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es soweit ist. Schweineländer jetzt 51 Grad. Die Zucchini haben wir fertig angegrillt, die ist jetzt nur noch lauwarm. Die Garnelen,
Die werden wir jetzt auflegen auf die Plancha. Schaut her, jetzt machen wir so. Die habe ich eingeschnitten, gewürzt mit Olivenöl, Louisiana Mix, bisschen noch ein wenig Peperoncino, dass sie ein wenig schärfer werden. Die werden wir jetzt so schön auflegen, die Kollegen. Ich sag mal, wenn man sie grillt, schmecken sie auch nicht schlecht, aber so, wenn sie in dem eigenen Saft ein wenig garen, schmeckt der Garnele ein bisschen besser, finde ich, als wenn man sie jetzt grillen würde. Tun wir da das Öl noch drüber. Gott. Ach, das Gerüchle von so einer Garnele und die Sonne. Ach Gott, das ist wie im Urlaub schon wieder mal. Das Fleisch nehme ich mal runter. Das lege ich mal einfach mal raus, dass es ein bisschen nachruht. Und die Garnelen, die drehen wir jetzt, wenn die ein bisschen angebraten sind, auf die Seite noch. Ja, die drehen wir gleich nochmal. Jetzt haben wir da noch ein paar Mädchen, die schneiden wir noch. Tun wir ein bisschen mit anwärmen kurz. Ah, wenn die schön da, die sollen gar nicht so scharf angebraten werden, wenn die da schön langsam in ihrem eigenen Saft ziehen, das ist mir am allerliebsten. Lege ich mal ein wenig damit rein, die können auch ein wenig den Geschmack abhaben. Jawohl. Und jetzt werden wir gleich anrichten. So. Probieren wir das gleich mal. Durch zwei Garnelen durch. Beziehungsweise zwei, ja. Und dann da durch. Und dann kommt das Fleisch drauf. Wenn es soweit ist. Gut, jetzt fangen wir mal weiter hier mit dem Fleisch. Das schneiden wir jetzt mal an, schauen es uns an, wie es ausschaut. Dann machen wir schöne Stückchen. Schaut mal her, ein Träumchen. Oh. Herrlich. Das würzen wir jetzt mit Wild West Pfeffer. Schön außenrum. Jetzt kommt unsere Zucchini zum Einsatz. Ha! Hä? Ist es ein Träumle? Also, das schaut ja echt hammermäßig aus, würde ich sagen. Surf und Turf. Vom Kalbsfilet Tri-Age. Hammermäßig. Schaut euch das an. Ja? Geil oder geil? Jetzt tun wir da oben drauf, dann bleibt es noch ein länger warm. Und ich probiere eine Garnele. Mmh. Das Tri-Age. Kalb. Und die Zucchini. Mmh. Hammermäßig. Garnelen erträumle. Boah. Und das Fleisch. Wahnsinn. Alles zusammen. Echt geil, wenn es euch gefallen hat. Daumen nach oben. Ich kau noch. Abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Euer Peter Zeidler. Echter Träumle.